Liebe Geschwister, ich habe mich heute auf ein Thema vorbereitet. Wenn man in dieser Angelegenheit schwach ist, hat dies mehrere negative Konsequenzen. Und umgekehrt, wenn man in dieser Thematik fest verankert ist, voller Überzeugung, dann wird man ein schönes Leben sowohl im Diesseits auch als im Jenseits haben. Wenn man hier nicht die richtige Einstellung hat, dann wird es einen dazu führen, dass man die Grenzen von Allah überschreitet, dabei auch die Rechte von anderen wegnimmt. Es wird dazu führen, dass dass im Herzen einzieht die Gier, dass man immer mehr haben möchte, und der Geiz, dass man immer weniger geben kann, und der Neid auf andere. Das Herz wird voller Undankbarkeit sein in Bezug auf die immateriellen Güter, die Allah Ta'ala einem gegeben hat, aber auch in Bezug auf das Materielle, was man hat. Und das wird einen auch dazu führen, dass man in dieser Welt ausbrennt, wie man so schön sagt, dass man einen Burnout bekommt. Und wie gesagt, noch andere Gefahren, die lauern, wenn man Existenzängste hat. Ja? Wenn man Existenzängste hat und nicht versteht, wie und wodurch Allah Ta'ala einen versorgt. Allah Ta'ala hat uns zahlreiche Mittel im Koran nahegebracht, wie wir auch an seine segensreiche Versorgung kommen. Einmal wurde Hassan al-Basri im Rahmen einer Sitzung, die er in einer Moschee abgehalten hat, von einem Mann angesprochen. Er sagte: Was soll ich machen? Ich brauche Regen für mein Land. Und er sagte: Bitte Allah um Vergebung und bereue. Und ein anderer Mann kam zu ihm und sagte: Was soll ich machen? Ja, ich suche die Heirat. Und er sagte: Bitte Allah um Vergebung und bereue. Und jemand anderes kam zu ihm und sagte, er möchte im Geschäft erfolgreich sein. Und er sagte zu ihm: Bitte Allah um Vergebung und bereue. Und jemand anderes kam wiederum zu ihm und sagte: Oh Hassan, ich möchte endlich Kinder haben. Ich bin verheiratet, aber habe keine Kinder. Und er sagte, genau. Und als er darauf von seinen Schülern angesprochen wurde, sagte er, er gab nichts weiter als Koran, und er rezitierte die Ayah aus Surat Nuh, der 71. Sure. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا يَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. Ich sagte, und hier sind die Worte von Nuh alaihi salam wiedergegeben: bittet euren Herrn um Vergebung. Er ist ja allvergebend. Und er wird Regen auf euch ergiebig herabsenden, und er wird euch mit Besitz und Kindern unterstützen und für euch Gärten machen und für euch Bäche fließen lassen. Was ist mit euch, dass ihr vor Allah keine Ehrfurcht habt? Was ist mit euch, dass ihr vor Allah keine Ehrfurcht habt? Subhanallah, hier hat Allah Ta'ala eindeutig mit der Vergebungsbitte die Versorgung über in Bezug auf Regen, in Bezug auf Vermögen, in Bezug auf Kinder, ja, und wir wissen, dass um Vater, Mutter zu werden, die Ehe auch darin inkludiert ist. Ja. Das heißt, in dieser einen Ayah, liebe Geschwister, mit einer Aufforderung zur Vergebungsbitte, ist das Versprechen Allah Ta'alas enthalten, dass er uns über die Vergebungsbitte versorgt. Und zwar reichlich und vielfältig versorgt. Eine weitere Ayah sagt im Koran in Surat Hud: وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. Das Hud sprach, alayhi salam: O mein Volk, bittet euren Herrn um Vergebung und wendet euch darauf ihm reuevoll zu,
so wird er den Regen auf euch ergiebig herabsenden, ja? Ergiebig herabsenden und euch noch mehr Kraft zu eurer Kraft hinzufügen. Imam at-Tabari, er führte auf, dass mit der Kraft unter anderem gemeint ist, dass man kinderreich ist und dass man auch Vermögen von Allah Ta'ala bekommt. Allerdings darf darauf hingewiesen werden, liebe Geschwister, dass Quwa hier ohne den bestimmten Artikel, also ohne Al, erwähnt wurde. Und so ist es allgemein auch zu verstehen. Das heißt, all eure Kräfte werden von Allah Ta'ala weiterhin gesegnet und verstärkt, wenn ihr zweierlei tut. Die erste Ayah, liebe Geschwister, sprach von der Vergebungsbitte. Al-Istighfar. Und diese Ayah, die ich nun eben vortrug, sie sprach von A, der Vergebungsbitte und B, dass man bereut. Ja, und die Gelehrten haben dargelegt, dass die Vergebungsbitte etwas ist, was sich auf die Vergangenheit bezieht. Man hat eine Sünde begangen und daraufhin bittet man Allah Ta'ala in Bezug auf diese vergangene Sünde um Vergebung. Aber Reue beinhaltet noch mehr, nämlich, dass man einen Plan, einen Vorsatz für die Zukunft auch trifft und schmiedet, dass man eben nicht nochmal in diese Sünde verfällt, ja, und dass man sich vornimmt und sich darauf vorbereitet, dass dies einem eben nicht noch einmal passieren mag. Das heißt, dass die Vergebungsbitte plus die Reue, liebe Geschwister, Wege sind, um von Allah Ta'ala versorgt zu werden. Was macht das psychologisch mit einem? Ja, wenn Allah Ta'ala uns jetzt dazu erzieht, dass wir ihn häufig um Vergebung bitten, dass wir unsere Sünden bereuen, das heißt für die Zukunft uns ein rechtschaffenes Leben vornehmen, was macht das mit uns erziehungstechnisch? Was macht das mit einem Menschen erziehungstechnisch? Dieser Mensch, ihm fällt die Selbstkritik leicht. Denn er verbindet damit Lohn. Er verbindet sogar damit weltlichen Lohn. Ja, er möchte reich werden und er hat Iman an den Koran. Und er sagt, ich werde auch reich, mir geht es auch in diesem Leben gut. Jegliche Kraft meinerseits wird durch die Vergebungsbitte, durch Allah Ta'alas Bestimmung gestärkt. Das heißt, er wird zur Selbstkritik erzogen. Zur Einsicht erzogen. Und damit auch, liebe Geschwister, ja, Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Damit kann er seine eigene Weiterbildung, seine Weiterentwicklung vorantreiben. Mit Einsicht in seine eigenen Fehler. Und das, liebe Geschwister, behindert sehr viele Menschen darin, sich überhaupt weiterzuentwickeln. Weil sie gar nicht erst ihre Fehler wahrnehmen wollen und wenn sie ihnen vorgetragen werden, dies dann auch leugnen und gar nicht gerne haben. Aber da liegt gerade unser großes Verbesserungspotenzial. Ja? Da, wo wir eben Fehler machen. Weiter sagt Allah Ta'ala im Koran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبَ. Und wer Ehrfurcht vor Allah hat, dem verschafft Allah stets einen Ausweg. Und er versorgt ihn über Wege, mit denen er nicht gerechnet hat. Ja? Nicht nur, dass er ihn versorgt, sondern auf Arten und Weisen, mit denen man nicht gerechnet hat. Ich möchte an dieser Stelle, und subhanallah, wenn wir unsere Erlebnisse, unsere Begebenheiten zusammentragen, liebe Geschwister, es wäre ein langes, langes Buch. Ja? So ist dies nur ein Beispiel von vielen möglichen Beispielen. Und jeder kann zumindest ein Kapitel in einem solchen Buch beitragen, selbst wenn er wenig von Allah Ta'alas Zeichen aufgrund seiner eigenen Sündhaftigkeit erlebt hat, so kann jeder ein Kapitel in einem Buch verfassen, wie er von Allah Ta'ala auf eine Weise versorgt wurde, mit der er nicht gerechnet hat, aufgrund seiner Gottesfurcht. Aber ein oder zwei oder drei Begebenheiten möchte ich euch jetzt nun vortragen. Auch im Hinblick auf die Zeit fange ich erstmal mit einer an. Ein Bruder, er war vor dem Computer und er fragte sich, was soll er tun, um Allah Ta'ala wohlgefällig zu sein für die Zukunft? Was soll er tun? Und er entschied sich erstmal ein Bittgebet zu sprechen. Der sprach ein Bittgebet, er war wie gesagt vor dem Computer. Und dann informierte er sich und dann subhanallah kam er dazu, auf einen Masterstudiengang, der auch islamische Theologie, also der auch relevant für die islamische Theologie ist. Und er sagte, den werde ich studieren. Und er dankte Allah Ta'ala für die Erfüllung seines Bittgebetes.
Und was geschah daraufhin? Über diesen Studiengang lernte er seine spätere Ehefrau kennen. Und wegen dieses Studienganges, aufgrund der relativ hohen Studiengebühren, musste er sich bemühen um eine Arbeit, die ihm ermöglicht, dass er diesen Studiengang auch finanziert. Und so ergab es sich, dass er dann bei der Arbeit im Vorstellungsgespräch gewesen ist und dann viel vom Vorgesetzten, von demjenigen, der das Vorstellungsgespräch geführt hat, auch, ja, aber Sie wissen schon, ja, weil er fragte, warum wollen Sie das studieren? Er sagt, ja, unter anderem, weil ich mir auch mein Masterstudium finanzieren möchte über diese Arbeit. Und dann sagte die Person, aber Sie wissen schon, dass Sie auch hier promovieren. Ja? Das heißt also eine Arbeit mit einer Promotion verbunden. Und er war überrascht. Ja? Und er stimmte dem aber zu. Ja? Und subhanallah, das eine Bittgebet führt ihn dazu, dass er ein Masters macht, dass er über dieses Masters seine Ehefrau kennenlernt, dass er eine Halal-Arbeit nachgehen konnte, die Promotion beinhaltete. Und interessanterweise in einer Zeit, wo er sich mehr der Promotion widmen musste, war es dann seine Frau, die ihn finanziell auch unterstützte. Ja? Und das Sahnehäubchen ist gewesen, dass er sich während des Studiums für das Masterstudium nochmal um ein Stipendium beworben hat. Und nachdem er das Studium abgeschlossen hat, hat er die kompletten Studiengebühren zurückgezahlt bekommen. Subhanallah. Und wenn ihr gottesehrfürchtig seid, wenn ihr Taqwa habt, dann wird Allah euch einen Ausweg aus euren Schwierigkeiten bereiten und er wird euch über Wege versorgen, mit denen ihr nicht gerechnet habt. Ja? Das Stipendium, ja? Die Ehefrau, die Promotion, ja? Subhanallah. Und all das, liebe Geschwister, dieser Vers erwartet darauf, dass wir ihn erleben. Wie gesagt, wir können Honig theoretisch, wir können ihn studieren, ja, empirisch oder theoretisch. Ja, empirisch im Sinne von erfahrt, was Honig bedeutet. Schmeckt ihn. Ja, und studiert ihn nicht nur. Das an mich, wie auch an euch. Liebe Geschwister, At-Taqwa ist aber nicht nur in Bezug auf, dass man seine Gebete einhält und dass man im Ramadan fastet und dass man viel Koran liest und dass man sich nachts nochmal den Wecker stellt, um nochmal zusätzlich zu beten. Ja? Sondern At-Taqwa, liebe Geschwister, hat einen Einfluss auf deine Umwelt, auf deine Mitmenschen. Ich möchte euch fünf Punkte vortragen, die mit der Taqwa zusammenhängen, die oft vernachlässigt werden. Allahs Gesandter sprach, sallallahu alaihi wasallam, وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٍ. Ja? وَاتَّقِ, habt Ehrfurcht. Ja? وَاتَّقِ, dieselbe Wortwurzel wie beim Wort Taqwa. Und hier wird jetzt nicht Allah Ta'ala danach erwähnt, ja, was die sprachliche Bedeutung von Taqwa, nämlich die ursprüngliche sprachliche Bedeutung von Taqwa wiedergibt, ja, nämlich die Vorsicht. Die Vorsicht. Hütet euch vor dem Bittgebet des Unterdrückten, sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, denn es gibt keinen Schleier, ja, nichts, was zwischen ihm und Allah Ta'ala ist. Das heißt, die Tore des Himmels sind geöffnet für das Bittgebet des Unterdrückten. Und davor möge man sich hüten, nämlich, dass man jemanden anderen unterdrückt. Weiterhin sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, achtet wiederum auf das Verb, اتقوا دعوات المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرار. Ja, hütet euch, اتقوا, ja, es gibt Verse im Koran, اتقوا ربكم, ja, und hier heißt es, اتقوا دعوات المظلوم, fürchtet euch vor den Bittgebeten des Unterdrückten, denn es erreicht Allah, es steigt in den Himmel hoch, als ob es ein Funke wäre. Ja, wir wissen, wie schnell Funken sich bewegen. Und eine weitere Überlieferung, in der Allah Ta'ala dann davon spricht, in der der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass Allah Ta'ala sagt, وَعِزَّتِي لَأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعَدَ حِينٍ, dass Allah Ta'ala zu dieser Seele spricht, bei meiner Würde, bei meinem Stolz, ich werde dir Hilfe zukommen lassen,
und sei es nach einer Zeit. Und sei es nach einer Zeit. In diesem Hadith, liebe Geschwister, ist die Weisheit Allah Ta'ala zusätzlich erwähnt. Im ersten wurde erwähnt, dass es keine Blockade gibt für dieses Bittgebet. Im zweiten Hadith wurde erwähnt, die Schnelligkeit, in der dieses Bittgebet Allah Ta'ala erreicht. Aber hier, liebe Geschwister, ist auch die Aufforderung zur Geduld mit dabei. Denn Allah Ta'ala sieht vor, ja, dass wir teilweise unterdrückt werden, ohne dass unsere Unterdrückung oder dass diese Ungerechtigkeit von Allah Ta'ala sofort behoben wird, weil er weise ist, weil er uns prüft. Ja? Das heißt nicht, dass wir dies hinnehmen, aber das heißt, dass wir verstehen müssen, warum es manchmal länger dauert, weil Allah Ta'ala seinen weisen Plan eben hat, liebe Geschwister. Nun kommt es manchmal vor, liebe Geschwister, dass man, wenn man religiös lebt, dass aus Dankbarkeit ein falscher Stolz wird. Und der falsche Stolz, er führt dazu, dass man auf andere herabsieht. Und er führt dazu, dass man andere wiederum unterdrückt oder dass man selbst Klassen, ja, Kategorisierungen aufstellt, wen behandelt man gut und wen behandelt man weniger gut. Und so kann es einer solchen Person passieren, dass sie jemanden sieht, der offenkundig sündigt. Und dann denkt, ah, zu ihm muss ich nicht so gut sein. Ah, zu ihm, ja, ihm muss ich nicht meine Schokoladenseite zeigen. Aber davor, liebe Geschwister, warnte der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit den Worten: Da'watul madlumi mustajabatun wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsi. Der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam, wie gesagt, alles authentische Hadithe, die vorgetragen werden: Das Bittgebet des Unterdrückten wird erhört, auch wenn er sündhaft ist. Und seine Sündhaftigkeit bezieht sich auf ihn selbst. Ja? Was geht dich seine Sündhaftigkeit an? Seine Sündhaftigkeit soll dich nicht dazu einladen, dich ihm gegenüber schlechter zu verhalten als gegenüber anderen. Das sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dies wird noch gesteigert durch den Hadith, der auch von Imam Ahmad erwähnt wurde. اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. Hüte dich vor dem Bittgebet des Unterdrückten und sei er ein Glaubensverweigerer. Und sei er ein Glaubensverweigerer, denn, wiederholt, es besteht kein Hijab, kein Schleier, kein Tuch, keine Barriere zwischen dem Bittgebet des Unterdrückten und Allah Ta'ala. Und sei der Unterdrückte, der bittet, ein Glaubensverweigerer. All diese Hadithe, liebe Geschwister, die dreimal auch einleiten, dass man Taqwa haben möge, ja, im Sinne von Vorsicht gegenüber dem, dass man jemanden unterdrückt, weil dessen Bittgebet wird angenommen. Drei von diesen Hadithen, wie gesagt, leiten mit der Taqwa ein, mit der Vorsicht. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, er verstand die Bedeutung der Gerechtigkeit und er studierte sowohl Texte als auch Kontexte und dies führte ihn zu seiner berühmten Aussage: Allahu yansuru ad-dawla al-adila wa in kanat kafira wa la yansuru ad-dawla al-zalima wa in kanat mu'mina. Dass Allah Ta'ala einen gerechten Staat unterstützt und sei er glaubensverweigernd und er einen muslimischen, einen Mu'min-Staat nicht unterstützt, wenn er ungerecht ist. Ja? Allah Ta'ala will von uns, liebe Geschwister, nicht nur unsere Gebete und nicht nur unsere Koranlesung und nicht nur, was heißt nur, lediglich, ja? Wir wollen das nicht abwerten. Ja? Er will nicht nur lediglich von uns Koranlesung und Gebet und Fasten, ja? Und rituelle Handlungen. Er will auch, dass wir Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft etablieren. Gegenüber uns als Glaubensfamilie, aber auch gegenüber allen anderen. Und diese Taqwa, liebe Geschwister, ja, die dazu führt, dass man einen Ausweg aus einer scheinbar ausweglosen Situation bekommt und Versorgung über Wege, mit denen man nicht rechnet. Diese Taqwa, liebe Geschwister, schließt auch ein, dass man Rechte anderer wahrt. Und diese Taqwa führt zu einem Segen auch im Diesseits.
Subhanallah, Taqwa sorgt dafür, dass das Leben aller besser wird, weil Menschen, die die Möglichkeit haben zu übertreten, weil sie Strafverfolgung vielleicht nicht fürchten müssen, weil sie Leute geschmiert haben, weil sie meinen, über dem Gesetz zu stehen, weil sie Macht haben, Position haben, Geld haben, weil solche Menschen, wenn ihnen die Grenzübertretung möglich gemacht wird im irdischen Sinne, sie trotzdem sagen, ich habe Ehrfurcht vor Allah. Und deswegen ist ein Muttaqi immer eine Bereicherung für seine Mitmenschen, weil er dort, wo er Möglichkeiten zur Übertretung hat, diese nicht nutzt. Dann sprach der Prophet, also wir haben festgehalten, die Vergebungsbitte, ja, die Reue in Bezug auf die Zukunft. Wir haben gerade eben über die Gottesehrfurcht gesprochen, At-Taqwa, die auch beinhaltet, dass man vorsichtig gegenüber anderen Menschen sein möge, dass man sie nicht unterdrückt oder ihnen keine Rechte wegnimmt, die Allah Ta'ala ihnen verliehen hat. Und jetzt sprechen wir von Tawakkul, vom Vertrauen auf Allah Ta'ala. Der Prophet sprach, sallallahu alayhi wa sallam, لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكلي لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. Wenn ihr wirklich auf Allah Ta'ala vertrauen würdet, so wie es ihm gebührt, dann würde Allah euch so versorgen, wie er die Vögel versorgt. Sie fliegen morgens hungrig hinaus und kehren satt zurück. So würde Allah Ta'ala uns versorgen, wenn wir wirklich auf ihn vertrauen mögen. Manchmal, liebe Geschwister, wenn man nicht richtig sich hineinfühlt in den Hadith, wenn man ihn nicht untersucht, wenn man das Gleichnis auch nicht betrachtet, dann passiert es, dass man ein oberflächliches Verständnis hat. Und es könnte einem jetzt beispielsweise passieren, dass man sagt, ah, man braucht eigentlich nichts machen. Wir müssen eigentlich nur auf Allah Ta'ala vertrauen. Ja, das heißt, Augen zu oder Augen auf, egal, aber im Herzen dieses Vertrauen aufbauen und alles passiert dann automatisch. Aber wären wir dann dem Hadith gerecht gewesen? Denn Was macht dieses Gleichnis Vögel mit uns? Ich meine, ist es nicht so, dass Allah Ta'ala unzählige Tiere und Lebewesen erschaffen hat, die versorgt werden? Ja, ihre Arten sterben nicht aus. Subhanallah. Warum hat er nicht Ameisen gesagt? Warum hat er nicht Bienen gesagt? Warum hat er nicht irgendein anderes Tier genannt? Warum ausgerechnet den Vogel? Weil ich glaube, der Vogel als Gleichnis, er wirkt auf den Menschen als ein Symbol von Lebhaftigkeit, ja? Weil der Vogel ist in der Regel, aufgrund dessen, dass er klein und angreifbar ist, in der Regel, ja? Zumindest körperlich im Nachteil gegenüber Landtieren in der Regel. Das heißt, der Vogel, er muss sehr achtsam sein, er muss sehr wachsam sein, ja? Er muss sehen können, ob es jetzt die Eule ist, ja? Ob es jetzt der kleine Vogel ist. Er muss auch von Weitem die Lage einschätzen können, weil er, wie gesagt, zu Land sich nicht richtig in der Regel wehren kann. Also ein sehr lebhaftes Tier, ein sehr achtsames Tier. Und wie gesagt, er fliegt morgens raus, der Vogel. Der bleibt nicht liegen, ja, und macht Tawakkul, sondern er fliegt raus. Er sucht sich seine Posten, um zu schauen, ja, wo kann er Nahrung bekommen, wo kann er seine kleinen Stöckchen für sein Nest sammeln. Und er gibt stets Acht, wo gibt es Gefahren für sich, für seine Jungen, ja, und für seine Mitvögel, ja. Das heißt, die Bewegung gehört dazu. Ohne Bewegung, liebe Geschwister, verstehen wir diesen Hadith nicht richtig. Und da sind wir schon beim nächsten Punkt. Da sind wir schon beim nächsten Punkt. Und Omar, er kommentierte dies, er sagte, keiner von euch soll Allah Ta'ala um Versorgung bitten, wo er doch weiß, dass der Himmel nicht Gold und Silber regnet. Und wo er doch weiß, dass Allah Ta'ala den Menschen Versorgung gibt übereinander. Ja, durch die gegenseitige Abhängigkeit, die Allah Ta'ala unter den Menschen hat gestaltet. Ja, Allah Ta'ala hat uns in eine gegenseitige Abhängigkeit hineinbegeben. Und über diese Abhängigkeiten werden wir versorgt. Ja. Weil jeder Mensch einen Beitrag leistet für eines der jeweiligen Bedürfnisse unter den Menschen.
Ja? Der eine backt das Brot, der andere stellt die Maschinen dafür her, der andere transportiert wiederum, ja, etc., etc., etc. Das war das Verständnis von Omar. Und er rezitierte dann einen Vers, der heute quasi doppelt zutrifft. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. In Surat al-Jumu'ah, der Freitag, meine ich die 62. Sure, kann mich aber irren, sagt Allah Ta'ala sinngemäß, und wenn das Gebet beendet ist, welches Gebet ist damit gemeint? Das Freitagsgebet, dann breitet euch im Land aus. Im Islam haben wir keinen Ruhetag. Ja? Im Gegenteil, das, was man als Ruhetag verwechseln könnte, ist eigentlich ein Arbeitstag gemäß dem Befehl von Allah Ta'ala. Denn so wie wir hierher gekommen sind aufgrund des Befehls Allah Ta'ala, so müssen wir auch hinausziehen und wieder arbeiten aufgrund desselben Befehls in der 62. Surat al-Jumu'ah festgehalten. Ja, breitet euch aus und sucht die Gaben von Allah. Ja? Und gedenkt Allahs häufig, auf dass ihr erfolgreich sein möget. Tawakkul. Was macht Tawakkul mit einem? Jeder von uns, glaube ich, kennt irgendeinen hochbegabten Menschen, einen sehr fähigen Menschen, der aber immer an sich selbst zweifelte, der versagte, wenn es eigentlich darum ging, zuverlässig zu sein. Und man sah jemanden anderen, der weniger begabt war, aber die Aufgabe irgendwo besser erfüllte, einfach aufgrund dessen, dass er entspannt war. Ja? Und wenn man Tawakkul hat, liebe Geschwister, hat das auch einen Einfluss auf das Selbstbewusstsein. Ja? Weil man vertraut auf Allah, dass er einem Erfolg verleiht. Man vertraut auf Allah, dass er einen nicht im Stich lässt. Und man vertraut Allah auch, dass wenn es zum Schicksal dazugehört, dass man mal versagt, oder dass man mal Fehler macht, und das ist sehr, sehr menschlich, liebe Geschwister, dass das dann auch nicht das Ende ist, ja, und dass das dann auch nicht der Untergang ist, sondern dass man dann aus diesem Fehler lernt, ja, und dass selbst wenn man eine Konsequenz zu spüren bekommt aufgrund dieses Fehlers, dass das Leben trotzdem gut weitergeht, ja, und das ist es, was viele Menschen davon abhält, wirklich erfolgreich zu sein, plagende Selbstzweifel, die zum Großteil auch behebbar sind, wenn diese Person auf ihren Schöpfer vertrauen möge und auf das Schicksal vertrauen möge und wie gesagt keine Angst vor der Angst zu haben braucht, ja? Dann möchte ich etwas mit einer Überschrift wiedergeben, der würdevolle Fleiß. Der würdevolle Fleiß. Der Prophet sagt, sallallahu alaihi wasallam, es ist besser von euch, dass ihr Brennholz sammelt und verkauft, als dass ihr die Menschen anbettelt und entweder bekommt oder nicht bekommt. Ja? Ein würdevoller Preis, weil so wahrt man sein Gesicht. So wahrt man sein Gesicht. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, er sprach auch davon, dass man nichts Besseres konsumiert, als das, was man über seine eigenen Hände erarbeitet hat. Und dann ein Hadith, der mich lange Zeit zum Grübeln gebracht hat, bis mir jemand die Auflösung gegeben hat. Ja? Er sprach davon, dass Dawud, alayhi salam, stets von dem zu essen pflegte, was er sich selbst erarbeitet hat. Ja? Dawud hat nur über seine eigene Arbeit sich versorgt, ausschließlich. Und ich fragte mich, warum Dawud, alayhi salam? Warum Dawud? So viele Propheten, die es gab. Ja, und die auch beim Namen genannt worden sind. Die Gelehrten und sind sich nicht ganz sicher, sind es 25 oder 28, 29, die beim Namen genannt sind. Manchmal gibt es feine Unterschiede. Ja, so. Warum ausgerechnet Dawud? Warum ausgerechnet Dawud? Warum hätte er nicht sagen können, Yunus alaihi salam? Warum nannte er Dawud? Und die Lösung ist einfach. Dawud war König. Dawud hätte nicht müssen. Dawud hätte, es war sein Reich gewesen. Versteht ihr? Er hätte irgendeine Steuer erheben können, ja? Oder ein Gehalt für das, was er an Verwaltung für sein Volk leistet. Ganz natürlich, ja? Ganz natürlich. Die Khalifen haben auch ein Gehalt bekommen. Ja, Abu Bakr war auch erst am Markt weiterhin beschäftigt. Und dann hieß es, nein, du wirst jetzt quasi zwangsenteignet. Du darfst nicht mehr als Händler arbeiten. Hier hast du dein Gehalt und kümmere dich um das muslimische Reich. Ansonsten fürchten wir
deinerseits Mängel in der Staatsführung. Ja? Aber Dawud, Dawud alaihi salam, er arbeitete, ja, ausschließlich. Und darin liegt Würde, liebe Geschwister. Darin liegt Würde. Wenn sogar ein König sagt, nein, 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 ja, für mich kommt kein Gehalt in Frage. Er hat andere Umstände auch als Abu Bakr gehabt. Ja, das muss man auch an dieser Stelle festhalten. Ja, ganz andere Umstände. Kein Vergleich auch an dieser Stelle. Aber eine Lektion. Wenn ein König ablehnt, über ein Gehalt versorgt zu werden, ja, oder über eine Steuer oder über irgendwelche anderen Maßnahmen, weil er sagt, er möchte es sich selbst erarbeiten. Und wenn dieser König auch noch ein Prophet ist, dann wissen wir, dass in der Arbeit, liebe Geschwister, eine Würde liegt. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Liebe Geschwister, der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam, nicht nur, dass man arbeiten gehen möge, sondern er sprach davon, inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay. Allah hat die Perfektionierung auf jede Tätigkeit hin vorgeschrieben. Egal was du tust, tu es mit Perfektionierung. Versuche, dein Handwerk stets zu verbessern, deine Aufgabe stets zu verbessern. Ja, das ist quasi Kaizen. Das ist TQM, Total Quality Management. Und er gab ein Beispiel von einer eigentlich recht einfachen Angelegenheit. Aber selbst in diesen einfachen Angelegenheiten gilt es, Perfektion auszuüben. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. Ja, er sprach sallallahu alaihi wasallam, wenn einer von euch ein Tier schlachtet, dann möge er dies mit Perfektion, al-ihsan, tun. Ja, al-itqan, al-ihsan, gibt es hier eine Überschneidung auch in der Bedeutung. Und er gab zwei Beispiele. Er sagt, so möge man sein Schlachtinstrument schärfen und das Schlachttier beruhigen. Ja? Zwei Dinge erwähnte er zum Schlachten. Das heißt, jeder von uns, er möge sehr seine Schule, er ist in der 6. Klasse, in der 7. Klasse, Abschluss, im Studium, in der Ausbildung, ja? Er möge diesen Beruf ausüben mit einer Perfektion. Und Allah Ta'ala wird darüber hinaus dann auch uns gegenseitig versorgen. Weil was haben wir davon, wenn jeder einfach nur seine Arbeit macht? Hm? Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die sich in ihre Arbeit hineinsteigern. Wozu würde das führen? Es würde dazu führen, dass man der Arbeit der Muslime nicht richtig traut. Aber unmöglich. Ja? Deswegen sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass wir das, was wir tun mögen, immer mit Perfektion tun mögen. Ja? Damit es nicht negativ auf uns als Gemeinde auch fällt. Ja? Und dass das auch ein Zeichen unserer Religiosität ist. Und mit diesem Grundverständnis macht man 40, 50 Stunden von seiner Woche zum Gottesdienst. 40, 50 Stunden, die man so mit der Arbeit zu tun hat in der Woche oder mit dem Studium oder mit der Schule, auf einmal werden umgewandelt in Ibadah. Weil man macht nicht einfach nur so halbherzig, ja, sondern man macht es mit Perfektion, weil der Prophet es gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, gut frühstücken, ja, vorne sitzen beim Unterricht, vorher vor der Stunde nochmal das Heft anschauen, weil meistens kommt die Frage, und was haben wir letzte Stunde gemacht? Ja, und das ist eine Abstauberfrage, das ist wie ein Elfmeter. Ja? Jeder sollte einen Elfmeter reinmachen können. Ja? Dann liest man einfach und dann meldet man sich, ja, wir haben letzte Woche das und das und das behandelt und zu den wichtigsten Ergebnissen zählten dies und jenes und aufgehört haben wir an dem und dem Punkt. Ganz einfach, ganz easy. Ja, und schon kriegt man nur darüber, über solche Fleißangelegenheiten, vielleicht seine 2 oder im schlimmsten Fall eine 3, was die mündliche Mitarbeit anbelangt. Ich schließe, liebe Geschwister, mit einem Ratschlag vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, denn es geht darum, wie bekommen wir Versorgung
Ja, wie werden wir reich? Der Prophet sprach, sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahima. Wer auch immer möchte, dass er in seinem Vermögen bereichert wird, ja, und dass sein Leben verlängert wird, der möge die Familienbande pflegen. Der möge die Familienbande pflegen. Die Gelehrten, sie kommentierten, wie Ibn Hajar und An-Nawawi, diesen Hadith, diese Worte vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, damit, dass man viel Vermögen bekommt, ja, dass man sein Vermögen vermehrt bekommt, ja, dass das Vermögen wächst, ja, Vermehrung und Wachstum, also im Arabischen sind zwei verschiedene Angelegenheiten, also An-Numu und Aziyada, im Sinne von, das eine kann man vielleicht auch auf Lebendiges beziehen und das andere auf Dinge, ja, dass man auch eine Bandbreite an Vermögen bekommt, das heißt jetzt nicht nur eine Sorte von Vermögen, sondern dass man mehrere Sorten von Vermögen bekommt, Segen im Vermögen, ja, Segen im Vermögen und andererseits eine wirkliche Steigerung. Ja, ich habe gerade eben nochmal überprüft, was meine Basketballkarten wert sind, die ich vor 20 Jahren und über 20 Jahren sehr, sehr eifrig gesammelt habe. Nichts. Die kann ich jetzt billiger kaufen, als ich sie damals gekauft habe. Ja? Das heißt, Allah Ta'ala, ja, hat darin keinen Segen hineingelegt, außer dass das jetzt als Beispiel dafür dient. Manchmal meint man, man investiert in Vermögen und das wird so und so viel wert sein und. Und am Ende, alles eine Blase, ja, die so einfach platzt. Aber Allah Ta'ala verspricht einem eine wirkliche Steigerung, wenn man seine Familienbande pflegt. وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِي, das wurde auch verschieden interpretiert von den Gelehrten, ja, und wir verstehen das als Ergänzung. Einige sagten, dass Allah Ta'ala dann die Gesundheit segnet, die Körperkraft segnet. Andere sagten, dass das bedeutet, dass man nach dem Tod ein gutes Andenken an sich hinterlässt, dass die Menschen gut über einen gut noch in Erinnerung haben. Ja? Und da gab es eine Meinungsverschiedenheit. Bedeutet es, dass das Leben länger wird tatsächlich? Ja? Oder bedeutet es, dass man innerhalb des Lebens einfach nur mehr Lebenssegen bekommt? Ja? Da gibt es eine Meinungsverschiedenheit. Allah Ta'ala weiß es am besten, beides ist theologisch möglich und hat seine Argumente. Ja? Und dass dies auch bedeutet, dass man eine Erfolgsverleihung At-Tawfiq von Allah Ta'ala bekommt in Bezug auf all seine dies- und jenseitigen Angelegenheiten. Rundum Schutz. Ja? Dass alle diesseitigen und alle jenseitigen Angelegenheiten von Allah Ta'ala einen besonderen Schutz erfahren werden. Ja? Was bedeutet es erzieherisch, wenn man oft unter der Familie ist? Die Familie kann einem wie keine andere Institution Trost geben. Ratschläge von den Älteren. Das heißt Trost, dass man aufgebaut wird, um den Härten des Lebens zu begegnen. Ja? Ratschläge, ja, die man von der älteren Generation dann auch oder von erfahreneren bekommen kann. Ja? Und auch die Empfehlung eines Familienmitglieds wiegt immer mehr als die sonstige Kontaktvermittlung. Und letztens gab es im Spiegel auch einen Artikel, dass über ein Drittel aller Arbeiten über Kontakte vergeben werden. Auch hier in Deutschland. Ja? Das ist nicht nur eine Angelegenheit, die sich auf andere Länder bezieht, sondern das ist etwas Allgemeingültiges, ja, dass Jobs, ja, häufig über Empfehlungen laufen und ungefähr ein Drittel in Deutschland wird lediglich über die Kontakte bereits vergeben. Ja? Und Allah Ta'ala weiß es am besten. Das heißt, wir fassen zusammen, liebe Geschwister, die Vergebungsbitte, die Taube, die Ehrfurcht vor Allah Ta'ala, das Vertrauen auf Allah Ta'ala, dass man würdevoll und fleißig ist, also dass man einen würdevollen Fleiß hat und dass man versucht, seine Aufgabe jeweils zu perfektionieren zusätzlich und dass man die Familienbande pflegt. All das, liebe Geschwister, sind Mittel laut Koran, laut Sunna, wie man von Allah Ta'ala materielle wie auch immaterielle Versorgung bekommt. Schreibt euer eigenes Buch, in dem ihr diese Ayat und Ahadith praktiziert. Ja Allah, O Allah, Ya Raziq, Ya Razaq, du bist der Versorger. Ya Khaliq, du bist unser Schöpfer. Und du bist unser Richter, O Allah, zu dir kehren wir zurück. Bitte vergib uns, O Allah. Bitte lass uns unser Gebet lieben.
und stets in der richtigen Zeit verrichten. O Allah, bitte füge unsere Herzen zusammen. O Allah, bitte stärke die Umma. O Allah, bitte lasse sie einen Herzschlag haben und aber auch einen Griff haben, mit dem sie ihre Angelegenheiten regelt. Schenke uns, O Allah, Selbstbestimmung, dass wir nicht fremdbestimmt werden, O Allah, auf dass wir dir allein dienen mögen, O Allah. O Allah, für alle Menschen, die Not leiden, die bekriegt sind, die fliehen mussten, die gefangen sind, O Allah, die sich auf deinen Weg einsetzen, O Allah. O Allah, bitte stehe ihnen bei. O Allah, bitte versorge die Hungernden, versorge die Durstenden, bitte tröste die Verzweifelten, O Allah, und lasse uns Werkzeug deiner Hilfe sein, Werkzeug deines Beistandes sein, O Allah. Allahumma amin. O Allah, bitte heile die Kranken. O Allah, bitte verheirate die Unverheirateten unter uns. O Allah, bitte schenke den sich Kindern wünschenden Kinder, O Allah, die rechtschaffen sind, die gesegnet sind in beiden Welten. O Allah, bitte gib uns all das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von dir erbeten hat, und schenke uns Zuflucht vor all dem, wovor auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei dir um Schutz und um Zuflucht gebeten hat. O Allah, bitte reinige unsere Herzen, bitte füge sie zusammen. O Allah, bitte lass uns die Religion lieben. Bitte lasse uns rein werden, reiner werden durch diese Religion, und bitte lasse uns dein Licht weitertragen dürfen. Allahumma amin. Und rechtleite all diejenigen, in denen du Gutes gesehen hast. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Aqimis salah.